Das Problem ist aus unserer Sicht nicht, dass es nicht genug innovative Ideen gibt, sondern die Umsetzung hakt. Also sprich, dass die Unternehmen keine Möglichkeit haben und keine Strukturen haben, um diese Innovation dann auch tatsächlich in Geschäfte umzusetzen. Das hat viel mit Kultur, mit gewachsenen Strukturen zu tun und mit natürlich einer Innovationsbereitschaft. Und da bin ich sehr froh, dass es jetzt Initiativen gibt, wie diese eben hier, wo man darüber nachdenkt, dass junge Leute eine Plattform bekommen, um Innovation dann auch tatsächlich umzusetzen. Und das ist, glaube ich, der erste Weg, dass man einfach rausgeht, Dinge ausprobiert, Dinge testet, mit dem Nutzer gemeinsam Dinge ausprobiert und dann ganz viel lernt. Und wenn man das tut, dann gestalten sich daraus auch gewinnbringende Geschäftsmodelle. Dann stellt sich auch der Erfolg ein und die Innovation wird auch tatsächlich zu einem echten Geschäft. Also ich habe den Eindruck, als wäre die Zeit jetzt ein bisschen reif dafür, auch dass sich in den letzten Monaten einiges getan hat in dem Bereich, dass viel über Innovation nachgedacht wird und dass da auch ja, der Druck groß genug ist, um über neue Geschäftsmodelle auch tatsächlich nachzudenken. Weil im Endeffekt ist es immer ein CEO-Thema, also der CEO muss es treiben und wenn der es nicht tut, dann wird es auch nichts. Aber die Bereitschaft, Dinge neu anzugehen, ist, glaube ich, mehr und mehr da. Ich glaube, es dauert noch ein, zwei Jahre, bis es wirklich in jedem Unternehmen jemand gibt, der für Innovationen verantwortlich ist und der auch empowert wird, diese Innovationen auch tatsächlich in Geschäfte umzusetzen.